Ja, aber logisch haben wir uns alle, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der RC-Freunde Bayerwald. Ich hoffe, man versteht das heute wegen dem Wind echt schwierig. Logo, mein Gott, ein bisschen schreien. Ja, okay. Ja, wir haben wir da! Alles klar, ja. Nach dem Intro geht's los. So, wir befinden uns hier am sonnigen Tag. Der Wind geht jetzt auch. Du wolltest ein bisschen mehr schreien. Ja, ich weiß schon. Nicht, dass du taub wirst, ne? Wir haben ja da bei der, keine Ahnung, AZ, keine Ahnung, was das für Firma ist. AZ Formenbau heißt das. Genau, weil wir ein wenig Werbung machen. Genau. Und wir haben ein wenig On-Road fahren, ne? Schwenken wir gleich dahin. Unser Hubi, der Spezialdesigner. Total verrückt, ja. Ah, der hat Driftreifen gebaut für den Sledge, ne? Ja, mit einem 100er Abflussrohr. Ja, bei Fragen könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da gehen wir Bauanleitung. Ja, hier wird schon fleißig gedriftet. Okay, was machen wir heute? Speedtest, oder? Spaß haben mit der RC hat das auf alle Fälle, ne? On-Road. Für Speedtest, ja, wir können schon mal einen Speedtest machen, aber ausfahren können wir es nicht. Also naja, aber jetzt kurz, aber wir probieren das einfach mal. Ja, freilich. Weil wir haben ein paar Fahrer am Start, schwenken wir rundum. Da hinten haben ein paar, sagt mal Servus! Servus! Der RC-Dude Bavaria, oder was? Bavaria heißt der? Da haben wir unten verlinkt. Genau. Passt. Der Hubi ist dabei, da hinten haben wir der Tobi. Tobi, wing mal! Wing mal! Nein. Schaut auch mal auf seinem Kanal vorbei, der macht auch immer lustige Videos, wenn wir unterwegs sind. Unbedingt. Genau, unten unbedingt. Ist im Link alles mit dabei. Was kommt denn jetzt noch? Max mit Straßenreifen. Ja. Ja, lecker mio. Jetzt geht's aber los. Also, wir haben halt alles dabei, von Onroad, Drifter, Offroad, alles dabei, ne? Wir haben ja ziemlich viel am Start. Ja. Dann können wir mal alle aufreihen oder so. Genau, wir schwenken mal schnell durch, was da gerade aktuell dabei ist. Wie alt hast du gegessen? Also 19 Autos. 19 Autos, passt. Naja, werden wir heute ein bisschen Spaß haben, denke ich. Ja, glaube ich auch. Fährst du gleich mit 3 Fahrzeugen, oder wie? Wie bei den Cowboys im Wilden Westen, oder? Also als erstes machen wir einen Speedtest. Wer mag als erster fahren? Genau. Also als erstes machen wir einen XO1. Reed. 78. So, aber nicht viel. 78. Okay, machen wir ein Infraction als nächstes. Ja, kann langsam fahren, ja. Oh. Die Gas, der Schritt!
Geil! 92! Ja, was? Geiler Scheiß. Als nächstes dann der Felony, ne? Ja, wie sich das gehört, werden die Reifen vorgewärmt. Oh, geil, schau hier, 100, genau, 100. Ja, krass. Oh, geil. HPI. Ja, irgendwas HPI mit 3S. 1 zu 10, etwas kleiner. Aber mal schauen, ob der auch gute Chancen hat. Ja, GPS drauf. Ja, leg mich am Arsch, geht ab. Okay. Okay. Stopp. Ried. 91! Ja, das ist gut. Geil! Was? Okay, ich bin alle nur am besten. Okay, also hier haben wir nochmal ein Faktchen vom Andi, der RC-Dude. Schaut mal unten in die Links rein. Wir verlinken mal den Instagram-Kanal. Wie das klingt! Hundert Euro! Geil, leck mich noch am Arsch! Adess! Krass! 108, aber noch nicht Vollgas gegeben, oder? Geil! Was hast du ja 75%? Scheiße, der Bruder hat 75%. Ja? Vielleicht ist mein Funk ja verstanden. Wahnsinn. 100. Also er schaltet jetzt immer auf 100%. Alles klar. Ja. Was ist denn für einen durchzwingen? Ich hau ihn aus, und der bremst schon, wenn ich meine. Ja, wieder 108. Ja, schön, ja, der kann ja, der Akku ist schon schwach. Really? Really, was? Really, 6S. Was? Deadwatcher? Ja, genau. Geil, mit 6S. Boah. Ui, im Graben gelandet. Warte, ich muss zurück zum. Ciao. Sag mal her, 85, ja krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das könnte interessant werden. Max mit Straßenreifen. Also GPS läuft. Na ja, das sah jetzt nicht so mega schnell aus. Kann man sich täuschen. 72. Ups, ja, schau her, auch nicht schlecht. 72 hat er gepackt. Absima Stoke ist als nächstes dran.
75. Ja, ja, anstecht. Schneller wie der Max. 3 km schneller wie der Max. So, das ist auch nochmal Absima, ne? Ja. Aber wie er heißt, weißt du das? Irgendwie ja. Absima irgendwas. Sporthead. Los. In der falschen Disziplin, der driftet ja. Jetzt stopp. 56. Naja, trotzdem gut. So, das ist jetzt Daxas Corvette, oder? Ja. Aber du hast Brushless eingebaut, ne? Ja, Mann. Sechs und sieben, das gehört schon, ja? Denkt man gar nicht. Denkt man gar nicht, ne? Damia TT02 tritt auch an. Krass! Ja. Das ist ein Elektroauto, Robert, weil der so leise ist. 30, genau! Du bist der Hund. Aha, wir haben Benziner dabei. Wie geil ist das denn? Da geht nur ein Licht. Ach nee, das ist Absicht. Krass. 55. Naja. Ich sage, das, ja. Die Verbrenner, die klingen immer nach viel, aber ah, schade noch. Ey. So. Bauen wir wieder einen kleinen Parcours auf, oder? So wie auf dem Flugplatz letztens. Boah! Krass! Diese fertig, los! Fährt gut! Mit 20. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah. Auf die Plätze. Fertig. Los. So schnell kommst du nicht hinterher. Auf die Plätze, fertig, los! Leck mich am Arsch! Krasser Scheiß!
Oh, ja, einfach so, oder wie? Ja, kannst du zwei Zeiten stoppen? Nö. Nö. Okay. Okay, alles klar. Auf die Plätze, fertig, los! Ah, leck mich am Arsch. Ja, krasser Scheiß. Ja, das müssen wir uns aus der Nähe anschauen. Crash mit dem Baum gehabt, aber alles noch okay. Naja. Okay, geil, das gehört aber schon zum Felony, oder? Krass. Krass, alle drei weg, oder wie? Ah, da liegt er, genau. Ah, da unten sieht man's. Ja, hier hast du den auch noch. Was würdest du sagen? Also, das Rennen müssen wir leider wegen Wind abbrechen. Ich wollte es auch gerade sagen, die Hütchen, die fliegen hier durch die Gegend. Das ist Wahnsinn. Auf alle Fälle, ich habe ein Bisszeug gefunden, ne? Ja. Oh, krass. Das ist nichts. Ja, das ist Reifenverlust. Krass. Das heißt, wir machen jetzt auch mal einen Test. Ja, genau, machen wir den Spoiler da vorne weg. Er hängt eh bloß da rum. Das? Ja, warte, da ist. Ja, was jetzt? War das schon alles? Okay, das ist ein Teil vom Reifen. Geile Nummer. Schau her, das ist krass. Robert, ich glaube, du brauchst neue Reifen. Aber wie kommst du denn da drauf? Hey, zeig mal her, wie schauen die vorderen aus? Ich habe 14 immer noch. Nicht schlecht. Dong, 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 dong. Für alle Halter da draußen, ne, macht das nie mit neuen Reifen. Wart immer erst, bis das Gewebe ausschaut und dann kann man sowas machen. Ne? Genau, das war jetzt auch Absicht, dass wir die extra die alten Reifen drauf gemacht haben. Dass man mal sieht, was drunter ist. Ne? Ja, nicht viel. Logisch. Ja, mega. Das
ist so klar. Ja, und die zahlen noch davor, ne? Und gegen die auf Sonne. Auf alle Fälle war es schon wieder Champions League. Ja. Wir haben eigentlich nichts kaputt gemacht. Nein, nein. Mein Reifen war sowieso schon Reifen kaputt, Spoiler weggerissen. Ja, gut, ja. Dann braucht man nicht unbedingt. Ja, passt. Eben. Fährt eh viel besser ohne, ne? Genau. Ja, passt. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Ja. Abonnieren nicht vergessen. Was haben wir noch? Liken. Liken nicht vergessen. Die Glocke. Glocke nicht vergessen. Genau. Und was haben wir noch? Die 3500 haben wir wahrscheinlich die Woche oder spätestens geiler nächste Scheiß. Woche zusammen. Geiler Scheiß. Ja, dann schaut es vorbei. Wir haben ein geiles Gewinnspiel. Ne? Da geht's jetzt bringen. TRX4M. Und dann, in diesem Sinne, haut rein, Freunde. Peace. Over and out.